Du guckst dir die Welt an und siehst, dass Mutter Natur und Vater Ozean leiden. Du siehst, dass die größten Tiere dieser Welt verschwinden. Aber du siehst auch, dass wir der Grund dafür sind. Menschen. Und du kannst die Fotografie nutzen als ein Werkzeug. Um die Geschichten zu erzählen, die wir brauchen, um diese Tiere zu erhalten für die nächste Generation. Mein Name ist Lukas Müller, ich bin Meeresbiologe und Freitaucher und begebe mich auf den Ozean, um die großen Giganten unserer Meere zu schützen. Wenn ich da draußen in der Wildnis bin, dann gibt es Momente, bei denen mein Herz komplett stillsteht. Ich kann dann mit der Kamera genau diesen Moment teilen und anderen Menschen die Möglichkeit geben, genauso zu fühlen, wie ich es fühle. Und das halte ich für unglaublich wichtig. Wenn du also Auge in Auge mit einem Geparden bist, dann gibt es eigentlich nur diesen einen Moment, der alles festhalten kann. Und dafür gibt es keine genaue Beschreibung, weil das entscheidet am Ende dein Bauchgefühl, wann dieser Moment eintrifft. Ich bin Robin Mehta und ich bin Foto- und Videograf. Meine Passion unter Wasser habe ich schon früh gefunden, schon als kleines Kind. Und ein ewiger Wegbegleiter da war schon immer meine Kamera. Und mein Ziel war es halt, diese wunderschönen Welten so vielen Menschen wie möglich zu zeigen. Meine Mission ist es, unsere Welt zu zeigen und zu begeistern. Denn unsere Welt hat so viel zu bieten. Wir haben Orte, an denen das Überleben quasi unmöglich ist, aber es ist möglich. Und es gibt auch Orte, die wir als normaler Mensch gar nicht sehen können. Auf 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter Wassertiefe können wir normalerweise gar nicht hinschauen. Und diese Orte, die will ich erkunden und mit meiner Kamera festhalten und der Welt zeigen, um zu begeistern, wie schön unsere Welt eigentlich ist. Ich bin Lennart Rossenfeld und durch meinen Job als Unterwasserkameramann versuche ich, die wunderschönen Welten der Ozeane ans Tageslicht zu bringen.